Eigentlich nichts Schlechtes. Also ich bin selber nicht religiös, aber ich habe jetzt irgendwie keine Vorurteile oder so. Also nichts Negatives. Ich denke, das ist so eine Religion wie jede andere und ich halte von Religionen allgemein jetzt persönlich nicht so viel. Aber ich denke, jeder kann das ja so ausleben, wie er möchte. Also ich denke einmal, dass es wichtig ist, dass das so weitergeht, wie es in der Schule gemacht wird. Also ich hatte in der Schule auch schon viel über den Islam gelernt im Zuge des Religionsunterrichts, aber ich denke eigentlich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich glaube, das liegt an jedem Einzelnen, da irgendwie was für zu machen. Also ich lese auch die Bibel nicht, deswegen würde ich den Koran auch nicht lesen. Ja, dass das Schwachsinn ist. Also ich denke, das ist halt genauso, wie es wahrscheinlich sehr streng gläubige Christen oder so gibt, die sowas machen. Also ich denke, das hat wenig mit der Religion zu tun, sondern eher mit einer sehr orthodoxen oder sehr krassen Einstellung. Also ich würde jetzt nie mit dem normalen Muslim hier in Deutschland gleichsetzen oder irgendwo anders auf der Welt.